wie wichtig der Bundesregierung die Pressefreiheit ist, das wissen Sie. Und das ist ein Grundwert, der uns in der Vergangenheit geleitet hat und das auch weiter tun wird. Herr Jung? Das ist ein gutes Stichwort, Herr Seibert. Der Verfassungsschutzpräsident Maaßen hat jetzt gerade Strafanzeige wegen Verrat von Staatsgeheimnissen in Zusammenhang mit der Berichterstattung von den Kollegen von netzpolitik.org gestellt. Wie bewertet denn die Bundesregierung diese Entwicklung im Hinblick auf die Pressefreiheit in Deutschland? Ich habe das nicht zu bewerten. Das ist eine Strafanzeige, die der Verfassungsschutzpräsident gestellt hat. Wäre vielleicht das Bundesinnenministerium eher zu fragen. Ich habe das nicht zu bewerten, aber es nimmt nichts von der grundsätzlichen Aussage weg, dass diese Bundesregierung, alle Bundesregierungen, aber auch diese ganz besonders, die Pressefreiheit als ein hohes Gut achten. Ich kann vielleicht nur kurz ergänzen zu diesem Sachverhalt, zu dem Sie im Detail sich dann gegebenenfalls beim Verfassungsschutz erkundigen müssten. Grundsätzlich ist es ein normaler Vorgang, wenn einer Stelle hier, in dem Fall einer öffentlichen Stelle, bekannt wird, dass möglicherweise ein Geheimnisverrat oder auch eine andere Straftat begangen worden ist, dass dann sozusagen die Wege beschritten werden, die genau für solche Fälle gemacht sind, nämlich in dem Fall eine Strafanzeige zu stellen. Wie dann mit dieser Strafanzeige umgegangen wird und was am Ende dabei rauskommt, ist Sache der Justiz. Mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen. Herr Seibert-Plate, warum vertritt der Verfassungsschutz als Spionageabwehrorganisation nicht die Interessen der deutschen Presse gegen ausländische Geheimdienste, sondern die Interessen der Geheimdienste gegenüber der deutschen Pressefreiheit? Also ich kann ja vielleicht mal beginnen. Also die Unterstellung, die in Ihrer Frage zum Ausdruck kommt, muss ich zurückweisen. Es ist nicht zutreffend, dass der Verfassungsschutzpräsident, wie Sie es, glaube ich, gesagt haben, die Interessen der ausländischen Geheimdienste sozusagen gegenüber der Presse vertritt und sich sozusagen für Erstere und nicht für Letztere verwendet. Ich erkenne wirklich überhaupt keine Grundlage, dass an dieser Unterstellung etwas dran ist, sodass sich eine Äußerung in der Sache zu diesem Vorwurf erübrigt.